Hi ho und herzlich willkommen zu meinem immer noch lückenfüllenden Videos. Ich nenne sie Lückenfüller-Videos. Ja, ist ja echt schräg, tatsächlich. Tatsache. Ey, wie war eigentlich das Wetter die 23 Tage? Fällt mir gerade so wach. Ach, das sehr wechselhaft, ja. Zwischen 13 und 30 Grad. Echt? Aber ich mag es nicht warm. Naja, auf jeden Fall, dann am 14. August haben die Bauarbeiten angefangen. Ich muss zugeben, ich muss überlegen, ob da irgendwas kommt. Kennt ihr diese Aufzugsmusik? So in der Art macht gerade mein Hirn auf der Suche nach irgendwas, wo man vielleicht noch vom 14. weiß. Also was ich weiß, war, dass ich auf jeden Fall voll das Nervenfrack wahrscheinlich war, weil ich war ja schon um der 24. wegen dem Thema voll nervös, nach dem Motto, wie wird es, was macht's dann und so weiter. Das täuscht. Du warst sehr ruhig und hast mich geschafft. Yeah. Das hört man aber nicht, das muss wieder hören. Man hört es besser als du denkst. Also. Leochen, der knabbert. Ich wollte gerade sagen, Mörder Papa da unten seine Karotte knabbert, aber der ist gar nicht da. Nee, also, dass ich ruhig war, das ist irgendwie jetzt gerade überraschend. Ja, auf jeden Fall musste die Tapete runter. Weil das Ding ist ja, dass ich ja jetzt einen Glattstrich haben möchte und keine raue Fasertapete mehr, so wie überall in den anderen Zimmern, weil ich das einfach viel moderner und schicker finde. Ist mir ein Ding halt. Wird irgendwie witzig sein, wenn dann all die anderen Zimmer so aussehen, gefühlt wie aus den 70ern und das Zimmer dann aus den 2000ern. So geht renovieren. Ja. Ja, auf jeden Fall musste dann die Tapete runter und das, ja, ich erinnere mich, die Tapete musste mit Wasser eingesprüht werden und wir haben seitdem so eine krasse Luftfeuchtigkeit. Also wir haben jetzt gerade mit Lüften und allem 55% Luftfeuchtigkeit und das von vorher 57 und einer Zimmertemperatur von 28 Grad. Also es ist subtropisch hier oben. Mein Papa, der hockt immer bei sich unten und hat da so um die 26, maximal mal 27 Grad mit einer Luftfeuchtigkeit von gefühlt minus 10. Und dann labert er immer, wir haben subtropisches Wetter. Aber im Moment haben wir wirklich subtropisch. Selbst das Bett, also wenn ich meinen PC einstecke und meine Hände da abstütze, es ist klatschnass, es ist eklig. Ja, wir werden jetzt einen Raumentfeuchter bald aufstellen, aber das kommt später. Ja, auf jeden Fall musste dann auch die Isoliertapete, die schon meine Mom vor Jahren mal drauf gemacht hatte, weil es gab eine Isolierschicht, die war 1 cm und jetzt wechseln wir auf eine bessere Isolierschicht mit 2 cm und einem Alu-Innending. Das hilft gegen Schwitzwasser, damit dass sich keins bilden kann und damit kein Schimmel entstehen kann in dem Zimmer. Und ein besseres Dämmmaterial. Und es ist ein besseres Dämmmaterial. Ich, für meinen Teil, als ich so Alu gehört habe, bin ich immer, wenn es um Alu geht, so ein bisschen vorsichtig, weil wenn Alu warm wird, dann dampft es ja giftige Stoffe aus, die überhaupt nicht gut sind und krebserregend. Aber die sind ganz hinten. Die sind ja hinten. Verspachtelt. Da ist ja dann wirklich viele Schichten drüber. Ich meine, da ist das Dämmmaterial drüber, dann nochmal ein Malervlies drüber. Nee, ja, dann wird es ja erstmal verspachtelt, dann ist ein Malervlies drüber, dann wird es vielleicht nochmal verspachtelt und dann ja noch Farbe. Also sollte vielleicht nicht durchdampfen können. Ich hoffe das Beste, lieber Zuseher. Ja, und dann wurde dieses alte Dämmmaterial entfernt. Und du hast geschuftet. Ich habe mitgeholfen, das hat mir meine Mama erzählt. Ich kann mich gar nicht erinnern, aber
Ich habe wohl mitgeschabt. Also ich erinnere mich, dass es eine schabende Bewegung war, aber ich erinnere mich nicht mehr, ob ich mitgearbeitet habe. Schabenreißen, Schaben. Schabenreißen. Schabenreißen, Schabenreißen. Spachtel rein, Schabenreißen. Ja. Dann, nachdem dann die Tapete weg war, wurde erstmal verspachtelt unten drunter und einen tiefen Grund drauf gekleistert. Also ich glaube nicht, dass gekleistert das richtige Wort ist. Gemalt. Gemalert. Also es klingt, aber der Schwabe sagt gekleistert, ne? Gleich da unter dem großen Kleber. Echt? Ja. Die kommt kein Spaß malen. Okay. Ja, auf jeden Fall wurde der dann aufgetragen. Das wäre die hochdeutsche Variante. Grundiere wäre wahrscheinlich anders bei dem. Nee, grundieren ist ja dann, dass eine Farbe ist. Tief, Grund, wird grundiert. Hat er die ganze Karotte gefressen? Ja, auf jeden Fall. Dann wurde nochmal verspachtelt. Und ja. Und jetzt ist die erste Isolierschicht. Also dann wurde die erste Isolierschicht. Also die ersten Isolierplatten wurden aufgetragen. Das trifft's. Das ist eigentlich das Wort, das ich gesucht habe. Ja, und Stand jetzt ist es so, dass das Zimmer schon komplett isoliert ist. Bis auf die Wand, die frei bleibt. Und die Wand zum Fenster. Da fehlt noch die Hälfte der Wand, aber die halbe Wand ist auch schon fertig. Das geht, also ich muss sagen, das ging jetzt echt schnell. Ich meine, am 14. hat es angefangen, heute ist das 17. und da ist echt viel gegangen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ui. Jetzt bin ich. Ja. Ja. Werden noch die letzten Wände dann gemacht. Das kann ich jetzt noch, das ist jetzt so den Blick in die Zukunft, Zukunft, Zukunft. Und dann ist der Maler erstmal 5, 6 Tage gar nicht da, weil dann erstmal alles trocknen muss. Kleber muss ziehen. Ja, der Kleber, der muss trocknen. Der muss ganz doll trocknen. Aber ich muss sagen, ich hatte ja vor so 3, 4 Sachen wirklich so Bammel, wegen Leo vor allem. Erstens davor, dass die Tapete abziehen so krass staubt, dass gar nichts mehr atemtechnisch geht. Ich habe so Wüstenstaub. Mäßig hatte ich so Angst, dass man kaum noch gerade ausgucken kann, so nebelmäßige Ängste. Aber das war gar nicht so staubig. Und meine zweite Sorge war, dass der Kleber sehr stark riecht. Aber, und das hat mir unser Maler heute beigebracht, darum kann ich euch das jetzt erzählen, ohne dass ich füllen muss. Heutzutage. Also es war früher so, dass es teilweise Kleber gab. Einer davon war Neoprenkleber, wie die Schwimmanzüge. Und die haben so krass gerochen, da hat er mir eine Geschichte erzählt, dass ein Kollege von ihm wirklich umgekippt ist und der konnte dann nicht mehr mit dem Zeug arbeiten. Und eine andere Geschichte, also eine andere Sache ist, früher war es so, dass diese eher natürlicheren Kleber, diese ja, für die Umwelt weniger belastendere Kleber, Diskussionskleber. Dispersionskleber, waren früher tatsächlich, das hat er mir auch heute beigebracht, waren die eher eine Seltenheit und total teuer. Und dann hat man das nur auf Sonderwunsch gemacht. Aber ich vermute, durch die neue Denkart, auch angestoßen von Fridays for Future und so weiter, ist dann die Nachfrage und natürlich auch das Bewussterwerden von Chemikalien und Giftstoffen, ist die Nachfrage höher geworden und dadurch werden die Kleber jetzt immer günstiger. Schon interessant, ne? Also, ich fand das eine interessante Info für mich so. Ja, auf jeden Fall war meine Angst, dass der Kleber extrem riecht, aber die nasse Wand hat schlimmer gerochen, muss ich sagen, jetzt im Nachgang. Dann hast du Gips vor allem. Oh ja, der war schlimm.
Ich hatte das Pech, dass ich noch wieder zu Bewusstsein gekommen bin, wo noch so eine Gipsschicht da war. Ich hätte es gerne nicht, ich mich nicht dran erinnern können. Das ist sowas, wo man sagen kann im Nachgang. Ich hätte es auch gern vergessen. Ja, auf jeden Fall, der Kleber riecht zum Glück echt fast gar nicht. Und ja, jetzt ist so die letzte Sorge, dass die Farbe zu doll riecht. Aber als wir das mal. Ja, da kommt keine Erinnerung. Als er bei der Besprechung da war, haben wir das mal aufgemacht und da hat die Farbe gerochen wie so Käsefuß. Jetzt werden voll viele sagen, das ist ja widerlich, aber ich verbinde mit Käsefuß immer meinen Papa, wie er vom Fußball nach Hause gekommen ist und mich erstmal hochgehoben hat und mir einen Gute-Nacht-Kuss gegeben hat. Deswegen ist das für mich eher so ein positiver Duft, wo ich dann, klingt zwar blöd, aber wenn ich dann so drüber nachdenke, kommen mir dann nur positive Bilder in den Kopf. Schon schräg, aber es ist halt, der eine sagt, es ist unangenehm, der andere sagt, ja. Aber was ich nicht gedacht hätte, was so anstrengend ist, ist da wegen der Luftfeuchtigkeit. Also das ist tatsächlich was, was mich dann überrascht. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alles erwähnt. Habe ich gesagt, was jetzt als nächstes? Ja, ich habe die Zukunft gesagt, ne? Gut. Ja, ich habe immer noch so leichte Gedächtnisprobleme. Das ist, ja. Gut, ich habe dann alles erwähnt. Mehr kann ich euch jetzt so nicht erzählen. Und ja, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal Käsefußfarbe gehabt habt oder nicht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich versuche jetzt meinem Hasen noch ein bisschen Leckerli ins Mäulchen zu zwingen, damit er nicht zu wenig gefressen hat heute. Und ja. Und ich muss jetzt wirklich Schluss machen, weil da hinten kommt, glaube ich, gerade ein Gewitter auf. Also dann, bis bald. Tschüss.